Ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich war sowohl bei Rossmann als auch bei Kaufland einkaufen. Da sieht man jetzt keine Tüte. Doch, obwohl, hier, da kann man die Marke ganz gut erkennen. Und wisst ihr was? Ich fange mit den Kaufland-Produkten an und dann zeige ich euch das, was ich bei Rossmann erbeutet habe. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und los geht's! Ja, ich halte sie auch schon in den Händen und so zeige ich das euch auch sofort. Ich habe ein bisschen Gebäck mitgebracht. Ich muss ja sagen, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich immer riesengroßen Hunger auf so Sachen, die sich schnell verdauen lassen, also die schnell Energie liefern. Ja, und deshalb gibt es hier so Brötchen, das Rosenbrötchen, das liebe ich eh. Dann gibt es noch ein Laugenbrötchen dazu. Laugenbrötchen mag ich, oder Laugengebäck mag ich allgemein sehr gerne, am liebsten ohne Salz. Die sind hier eigentlich für die Kinder gedacht, aber für morgens dann. Dann habe ich hier noch zwei Croissants mit Nuss-Nougat-Füllung. Dann habe ich hier so einen Bonduelle-Salat gekauft, aber nur weil der im Angebot war, muss ich zugeben, für 74 Cent hier einmal. Und das Ganze hier für 89 Cent. Es raschelt ganz schön ordentlich, ne? Ich hoffe, das stört nicht. Ja, also die zwei Salate, die gibt es heute Abend. Dazu dann noch ein bisschen... dazu dann noch Mais. Blendet heute ordentlich, aber ich hoffe, das geht. Hier, Mais, den günstigsten. Und das gab es auch, oder gibt es momentan im Angebot, hier French Dressing von Blockhaus. Also Blockhaus-Produkte finde ich allgemein sehr lecker. Und noch so ein Markenprodukt, der Grünländer für meine Tochter. Diesmal hauchdünne Scheiben. Immer wenn gerade diese ganzen Säfte im Angebot sind, dann hole ich meistens auch einen Saft mit. Die sind ja auch lecker, wie Granini. Dann haben wir hier noch von Fackelmann solche Dinger. Und hier sowas, upsala, so eine Tüllenbürste. Die findet die Katze auch ganz interessant. Und jetzt kommen wir zu dem Drogerieeinkauf. Hier gibt es übrigens noch etwas, was ich euch gerne zeigen möchte. Das habe ich auch ganz frisch gekauft. Das ist jetzt nicht von Rossmann, das habe ich bei DM geholt. Finde ich total klasse. Ja. Und es riecht so toll. Das ist mit, was ist da drin? Ja, auf jeden Fall Limette irgendwas. Zitronengras, genau. Und das macht mich gerade total an. Das habe ich bei meiner Freundin entdeckt und jetzt musste ich das auch haben. Das kostet über 3 Euro irgendwas. Aber ich mag das. Ich finde halt das Design auch so schön, oder? Findet ihr das nicht auch schön? Ja. Und jetzt kommen wir zu der Rossmann-Tüte. Oder zu dem, das ist ja eher ein Beutel. Ich habe echt viel, ich sag mal, so viel Kram gekauft. Also gar nicht mal so viel Beauty, sondern ihr werdet das gleich sehen. Überraschung, Überraschung. Habe ich ja schon bereits gekauft und es ist leider aber kaputt gegangen. Und ich hätte es jetzt nicht nochmal geholt, wenn es das jetzt nicht für 1,25 Euro gegeben hätte. Da hat meine Tochter nochmal einen Beutel. Der ist hier an der Stelle komplett aufgerissen, sodass ich mal davon ausgehe, dass die Qualität nicht ganz so dolle ist. Aber für 1,29 nehme ich es einfach mal mit. Wir gucken uns gerne momentan alte Bilder an und schwelgen so in Erinnerung. Und ich finde es ganz gut, so eine Auswahl an Bildern auszudrucken und die dann hier reinzupacken. Dann hat jedes Kind für sich immer mal so ein paar... Ja, einfach so ein Sammelalbum bei sich und kann, wenn es Lust hat, dann da mal so reingucken, ohne dass man jetzt gleich den Computer einschalten muss. Noch meine Bürste, hier, diese hier, ja, zum Abwaschen. Ja, wo wir gerade beim Thema Bürsten sind, habe ich auch noch diese coolen Zahnbürsten entdeckt, upsala, mit Pokémon-Motiv. Und da werden sich die Kinder sehr freuen, das wissen die ja noch gar nicht, dass sie dieses große Glück haben. Ja, die werde ich heute Abend zeigen. Upsala, hier sind ein paar rausgefallen. Das ist hier das einzige Essen, was ich noch gekauft habe, auch für zwischendurch, weil ich so einen Hunger hatte. Und die sind so lecker, diese Honigmandeln. Ja, kennt ihr jemand von euch? Die sind doch echt lecker, oder? Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt einfach nur so auspacke, weil es gibt jetzt leider erstmal keinen Geburtstag. Aber jetzt, wo die Herbstzeit ist, da ist ja auch so die Zeit, wo man viel Gesellschaftsspiele spielt, also viel, auch viel drin spielt. Und das finde ich ganz cool, mein Sohn. Das ist jetzt gerade für meinen 6-Jährigen so gedacht. Ich glaube, die anderen finden das nicht mehr so cool. Mensch, ärgere dich nicht, haben wir zwar schon da, aber diese anderen Spiele, die sind halt so einfach und die kann ja auch der ganz Kleine, der jetzt erst 2 wird, kann er ja auch irgendwann von profitieren, wenn er so 3 ist. Versteht er das vielleicht auch, das ein oder andere einfache Spiel? Und hier ist ein Fußballspiel dabei. Ja. Jetzt, ich drehe es mal um, dann seht ihr es nochmal. Und ich glaube, dass das auch meinem 6-Jährigen ganz gut gefallen wird. Aber mal gucken. Das war jetzt auch gerade im Angebot. Jetzt so günstig nicht. Ich glaube, 11 Euro habe ich trotzdem bezahlt. Aber ja, ich dachte, das nimmst du mal mit. Und mal gucken.
wie ich das dann den Kids gebe. Ja, noch so ein Spiel. Ne? Dieses hier fand ich ganz interessant. Das sieht irgendwie witzig aus. Ich weiß nicht, ob es cool ist. Kennt das jemand von euch? Das ist ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen. Und ich glaube, das gefällt den Kindern. Ich habe es mitgenommen. Bastelsachen. Diese Knöpfe habe ich mitgebracht, weil da ja aus Knöpfen kann man einfach so unzählig viele Dinge machen. Das finde ich ganz toll. Dann so eine kleinen süßen Bastelaugen. Die kann man auch für viele Projekte ganz gut gebrauchen. Und ich habe hier so kleine Minischeren. Die habe ich bei mir auf Arbeit entdeckt. Ich bin hier Erzieherin, für diejenigen, die es noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Und wir haben bei uns ein richtig tolles Atelier und da haben wir so, ja, auch diese kleinen Scheren dabei. Mit denen kann man so gut arbeiten. Und ja, das hat mich jetzt zum Kauf inspiriert. Und ich habe festgestellt, die besten Stifte in meinen Augen sind die Stabilo-Stifte. Und deshalb gibt es jetzt hier die noch für meinen Zweijährigen, aber auch für alle anderen Kids. Eine Sicherheitsschere, weil der ist noch nicht ganz zwei, aber bald. Und der liebt es, die Scheren in die Hand zu nehmen, aber es ist halt teilweise doch ganz schön gefährlich. Deshalb bin ich ganz froh, wenn er dann diese hier benutzt. Ich kenne die noch nicht, aber ist hier für ab zwei. Dann habe ich hier noch was Deko geholt, eine Muschelgirlande. Die sind ja schon ziemlich alt und das hier, ihr seht es schon, das ist ja mehr so winterlich. Und das werde ich halt dann auch so in der Winterzeit nutzen. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinhänge, aber ich möchte es hier auf jeden Fall schön winterlich gestalten, wenn es soweit ist. Und ja, deshalb habe ich das schon mal da. Das ist direkt von, ihr seht hier, von Ideenwelt. Das habe ich hier noch besorgt. Kleine Auszeit. Das ist so ein, mal gucken, ob ich am besten zeige hier. Die kleine Auszeit. Diesen Duft mag mein Partner halt besonders gerne. Das ist für so Duft... Stäbchen, ah ja, hier für sowas hier. Seht ihr das? Und ja, ist so ein Raumduft im Grunde. Und das ist hier ein Lavendelduft. Ich liebe auch Lavendelduft in der Wohnung. Richtig doll. Das habe ich jetzt gerade bemerkt, als ich bei meiner Freundin war. Und das roch so, und es riecht da einfach so toll. Ja, irgendwie so nach Öko. Ich würde sagen, so nach Bioladen. Und ich mag diesen Bioladenduft richtig gerne. Ja, und das ist hier, was so schön würzig. Und wohnlich und gemütlich und entspannend. Ja, deshalb habe ich hier auch noch einen Lavendelduft mitgenommen. Ich habe auch noch mehr geholt. Ich habe nämlich auch noch eine Duftlampe da und da habe ich auch noch Lavendelöl geholt vor kurzem. Aber in einem anderen Haul, also auch bei DM. Oh, ich werde hier ganz schön ordentlich gebissen, nicht wundern. Und hier habe ich noch einen Zitronenduft geholt, weil Zitrone sehr belebend ist und auch stimmungsaufhellend. Also sollte die Stimmung hier mal nicht so gut sein, solche Tage gibt es ja, dann mache ich einfach Zitronenöl rein und alles ist wunderbar. Also wir haben ja oft hier, also eigentlich die meiste Zeit haben wir hier Kinderlieder zu laufen. Und wir haben schon total viele Kinderlieder-CDs, aber es fehlt an der einen oder anderen Stelle das eine oder andere, die eine oder andere Musik, zum Beispiel an Geburtstagen. Das ist mir letztens aufgefallen, beim letzten Geburtstag, dass wir gar nicht so viele Geburtstagslieder da haben. Und jetzt habe ich mir diese CD geholt, oder uns. Da sind gleich 18 Lieder drauf, hier könnt ihr sehen. Und ja, so klassische und neue, wunderbar. Und dann habe ich hier Spiel- und Bewegungslieder. Ja, da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen inspirieren lassen von der Arbeit. Also wir haben ja auch schon total viele CDs da. Aber hier sind halt ein paar Lieder drauf, die wir wiederum eben nicht da haben und die mein Kleiner auch mag. Zum Beispiel das Lied, das ist gerade das Schief. Das, ach und alles mögliche, 1, 2, 3 im Sausewind. Ja, also so ein paar Lieder haben wir hier nicht. 30 Stück. Ja, das ist eine gute Zahl. Die CD ist jetzt nicht ganz so günstig gewesen, wie ihr seht. Au, hier war ich die kleine Maus. Du bist eine Wilde. So, musste jetzt sein. Also, auf jeden Fall mit 9 Euro nicht ganz so günstig, aber ja, aber ja. Ne? ach so, und dann noch hier so ein Deko-Ding. Das finde ich schön. Also das hat mir wirklich, also das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das finde ich jetzt auch für die Herbstzeit schön, aber auch für die Winterzeit, die dann kommt. Ja, ganz einfach eigentlich, aber schön. Oh ja, es passt auch hier ganz gut ins Schlafzimmer rein. Dann sehe ich hier gerade, doch, ich habe hier noch was für die Kinder geholt, und zwar Badewasserfarbe, weil das lieben die Kinder auch schon sehr, sehr lange. Dann habe ich auch für die Kids, ja, so als Zahnpflege für zwischendurch, diese Kaugummis geholt. Und
für mich, das gab es jetzt gerade im Angebot, also doch ein bisschen Beauty dabei, hier dieses Shampoo. Das riecht sehr würzig. Das ist so würzig wie grüner Tee, finde ich. Aber ja, imposante Kräftigung ohne Sulfate. Ist für feines Haar gedacht und ihr seht, mein Haar ist sehr fein. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich bin ja der Meinung, dass alle Shampoos eigentlich ähnlich wirken, dass man bei Spülungen eigentlich nur wirklich eine Wirkung erzielen kann oder / bei Masken. Aber mal sehen, vielleicht werde ich ja hier eines Besseren belehrt. So, und jetzt muss ich ja sagen, jetzt halte ich das letzte Produkt in den Händen. Das ist die Portion Danke. Passt jetzt ganz gut an der Stelle, um euch mal hier, ihr meine Zuschauer, um euch mal lieben Dank zu sagen für eure Treue und auch fürs Dabeisein. Ich freue mich über jeden Abonnenten, möchte ich an der Stelle sagen. Und es macht einfach riesig Spaß, auch euer Feedback zu sehen. Und ja, Dankeschön an euch. Also das riecht hier wirklich toll. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Das ist hier mit Granatapfel und Kakaobutter. Also ich mag den Duft einfach sehr, sehr gerne und empfinde das hier auch als tolle Geschenkidee. Ja, und ich habe es mir jetzt gerade selber auch nochmal geschenkt, weil es auch im Angebot gerade ist. Für 70 Cent ungefähr. Oder so. Ja, so Dilly, das war's. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Haul gefallen. Wenn er euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ich freue mich über euer Feedback sehr. Lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Fangen wir mit Kaufland an. Oder mit den Kaufland-Artikeln fange ich an. Und, anders.